Die Flüchtlinge nehmen uns die Arbeit weg. Hallo, ich bin Jens der Christ. In Deutschland gibt es Menschen, die arbeitslos sind. Und das bedeutet doch, dass es zu wenig Arbeit gibt. Wenn jetzt Flüchtlinge kommen und auch um die Arbeitsplätze konkurrieren, dann gibt es ja noch weniger Arbeitsplätze für uns Deutsche. Somit nehmen uns die Flüchtlinge die Arbeit weg. Aber was wäre, wenn es genau andersrum wäre? Die Flüchtlinge würden uns nicht die Arbeit wegnehmen, sondern durch die Flüchtlinge gäbe es mehr Arbeit für Deutsche in Deutschland. Und genau das ist der Fall. Und ich möchte dir jetzt erklären, warum das so ist. Richtig ist, in Deutschland hat nicht jeder eine Arbeit. Richtig ist aber auch, dass es in Deutschland viele Arbeitsplätze gibt, die nicht besetzt sind, weil niemand gefunden wird, der diese Arbeit machen kann. Das hängt damit zusammen, dass es in bestimmten Bereichen zu wenig Fachkräfte in Deutschland gibt. Oft handelt es sich bei diesen Stellen sogar um Stellen, wenn sie besetzt würden, dann würden sie neue Arbeitsplätze schaffen. Wenn wir es also hinbekommen, diese Stellen zu besetzen, würde es zu mehr Arbeit führen. Nun ist es so, dass die Flüchtlinge, die zu Deutschland kommen, durchschnittlich einen höheren Bildungsabschluss haben als die Deutschen. Und das bedeutet, wir könnten mit den Ausländern unseren Fachkräftemangel bekämpfen, was wiederum zu mehr Arbeitsplätzen führen würde und somit die Arbeitslosigkeit senken würde. Außerdem ist es so, dass die Ausländer motivierter sind. Dadurch sind sie produktiver, was dazu führt, dass eine Firma mehr Gewinn macht. Und dieses führt wiederum dazu, dass eine Firma mehr Arbeitsplätze schafft. Des Weiteren ist es so, dass wir in Deutschland immer mehr alte und immer weniger junge Menschen haben. Dieses führt dazu, dass es immer schwerer wird, jemanden für eine Arbeit zu finden. Es kommen zu uns mehr junge Flüchtlinge als ältere Flüchtlinge. Und dieses führt dazu, dass die Flüchtlinge uns helfen können, dass wir auch in Zukunft genügend Arbeitnehmer haben. Ich behaupte also, es gibt drei Gründe, warum es durch Flüchtlinge zu mehr Arbeitsplätze in Deutschland kommt. Erstens, Flüchtlinge sind qualifizierter und somit mindern sie den Fachkräftemangel. Zweitens, Flüchtlinge sind motivierter, somit sind sie produktiver und dadurch machen die Firmen mehr Gewinn, was zu mehr Arbeitsplätzen führt. Und drittens, Flüchtlinge sind jung, Deutschland wird immer älter, durch die Flüchtlinge können wir also die Alterspyramide stoppen. Ich möchte jetzt noch begründen, warum diese drei Aussagen richtig sind. Warum sind Flüchtlinge qualifizierter? Was glaubst du, wenn in Deutschland ein Krieg ausbrechen würde, wer hätte die besseren Überlebenschancen? Jemand, der intelligent ist oder jemand, der nicht so intelligent ist? Natürlich die, die intelligent sind. Denn sie hatten vor dem Krieg die besseren Arbeitsplätze, haben also somit mehr Geld und haben somit mehr Mittel zur Verfügung, um zu überleben. Warum sind Flüchtlinge motivierter? Angenommen, jemand rettet dein Leben. Wärst du dann nicht ihnen unendlich dankbar und würdest versuchen, ihnen das wieder zurückzugeben? Somit wärst du motivierter, denen, der dir geholfen hat, auch zu helfen. Und warum kommen so viele Junge zu uns und nicht die älteren Menschen? Ganz einfach. So eine Flucht ist anstrengend. Und ältere Menschen schaffen diese Flucht gar nicht. Somit kommen nur die Leute zu uns, die diese Flucht überhaupt schaffen. Und das sind überwiegend junge Menschen. Ich hoffe, ich konnte dir erklären, warum Flüchtlinge uns nicht die Arbeit wegnehmen, sondern Arbeitsplätze schaffen. Und solltest du gerade arbeitslos sein, dann solltest du dich darüber freuen, dass Flüchtlinge in unser Land kommen. Denn das führt dazu, dass du mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Arbeit findest. Ach übrigens, Flüchtlinge dürfen gar nicht sofort arbeiten. Erst nach ein paar Monaten dürfen sie in Deutschland arbeiten. Und darum wird dir ein sogenannter Wirtschaftsflüchtling die Arbeit nicht wegnehmen. Wenn du jetzt glaubst, dass das, was ich dir gerade erzählt habe, nicht stimmt, dann mache ich dir einen Vorschlag. Geh doch mal zu den Flüchtlingen hin und unterhalte dich mit ihnen. Dann wirst du sehen, ich habe recht. Gott segne dich und die Flüchtlinge.